Hallo Leute, meine Lieben. Ja, ihr wisst ja, wir sind halt viel unterwegs und was braucht man, wenn man viel unterwegs ist mit einem kleinen Kind? Richtig, ein Reisebettchen. Und nicht nur für unterwegs oder in Urlaub oder wenn das Kind mal bei der Oma schläft. Nee, es ist auch ganz sinnvoll, wenn man zu Hause ist und hat etwas zu tun, wie zum Beispiel, wie ich gerne ein kleines Workout machen, dann kann ich mal kurz das Reisebettchen aufstellen, weil es ist ja leicht mobil, kann ich überall mit hinnehmen und dann kann ich den Kleinen da reinsetzen. Dann kriegt er noch das Smartphone in die Hand und dann kann die Mama mal kurz für 15, 20 Minuten sporteln. Ja, ich habe jetzt was zugeschickt bekommen und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, jetzt habe ich es ausgepackt, ganz einfach. Und ich glaube, ich muss nicht viel tun, außer es auseinanderzuziehen. Ja, wenn man jetzt hier sieht, ist ein Pfeil, das heißt, hier passiert irgendwas. Wenn ich hier dran gehe, merke ich auch, hier ist ein Griff. Und dann ziehe ich also dran, um das Ganze zu befestigen. Fertig. Auf den Bildern ist das hier auch nochmal ganz einfach erklärt. Einfach nur auseinandernehmen, hochziehen, ja. Und dann kommt jetzt gleich die Matratze noch mit rein. Und wenn man das Bett wieder zusammenbauen möchte, dann geht man hier auf Unlock, dreht das rum und zieht das alles wieder hoch. Ganz einfach, wie ein Regenschirm. Natürlich darf jetzt die Matratze nicht fehlen, weil auf diesem roten Teil kann das Kind ja nicht spielen. Zu einem Reisebettchen darf natürlich eine Reisetasche nicht gehören. Das heißt, man kann das Reisebettchen ganz einfach hier reinpacken und überall mit hin transportieren. Im Kofferraum, im Flieger, wohin auch immer. Besonders süß finde ich das kleine Täschchen. Da kann ich dann dem Noah, wenn wir unterwegs sind, einfach eine Kleinigkeit reinpacken, vielleicht was zu trinken oder einfach sein liebliches Kuscheltier oder ein paar Legos oder seinen Schlafanzug, das, was wir gerade so brauchen. Ja, und dann weiß er auch, was da drin ist und man kann das ja so selber rausholen immer. Ich finde es ganz praktisch. Ja, das Bett ist einfach aufgebaut. Ihr habt es gesehen, das hat jetzt keine 2 Minuten gedauert und ja, eigentlich ein Muss für eine jede Familie, die gerne unterwegs ist. Dankeschön fürs Zusehen und Dankeschön an babyartikel.de und ich freue mich über dieses schöne Kiko und Sie's lieb Babybärchen. Macht's gut, bis bald. Tschüss, eure Linda.